Es vergeht kein einziger Tag, an dem nicht viele Welpen abgegeben werden. Welpen, die auf der Welt sind, für die wir einstehen müssen. Und es ist jetzt kalt, der Winter ist mittlerweile in vollem Gange und wir müssen für all diese Tiere einstehen und dafür brauchen wir wirklich Hilfe. 7 Welpen, die bei ihm jetzt quasi zur Welt gekommen sind. Gott sei Dank ist er bereit, die erwachsene Hündin, die Mutterhündin zu kastrieren. Die schauen wir uns jetzt auch kurz an. Das ist die Mutterhündin. Er ist Gott sei Dank einverstanden damit, dass wir die Mutterhündin kastrieren. Und die nimmt er dann als kastrierte Hündin wieder zurück. Und dann gibt es auch im darauffolgenden Jahr keine 7 Welpen mehr, die dann hier im Tierheim abgegeben werden. Momentan beherbergen wir über 700 Welpen. 700 Welpen, die ihr tägliches Futter brauchen, die versorgt werden müssen. Aber am allerdringendsten brauchen diese Welpen ein liebevolles, warmes Zuhause, gerade jetzt in den Wintermonaten. Und deshalb auch unsere ganz, ganz dringende Bitte an alle Partnertierheime, die auch im vergangenen Jahr Unfassbares geleistet haben und ohne deren Hilfe wir wirklich nicht überstehen könnten. Wenn sie Plätze in ihren Tierheimen haben, dann bitten wir sie wirklich von Herzen, jetzt in den Wintermonaten, Welpen und Junghunde aus unserer Smira zu benennen. Ganz besonders wichtig ist es auch, dass die größeren Welpen einen Platz kriegen. Gerade die größeren Welpen haben es wahnsinnig schwer, einen Platz zu finden. Und die kommen jetzt bald ins Alter, wo sie kastriert werden. Und dann wird es noch schwieriger, einen Platz für sie zu finden. Deswegen unsere große Bitte, auch größere Welpen, sofern die Möglichkeit besteht, ein Tierheim aufzunehmen. Hier ist unsere beheizte Welpenstation. Aber das große Problem ist einfach, dass wir momentan bei 723 Welpen keine freien Kapazitäten haben und es keinen einzigen Tag gibt, an dem nicht wieder Welpen hierher abgegeben werden oder von unserem Team aufgefunden werden. Deswegen brauchen wir wirklich dringend Hilfe bei der Aufnahme von Welpen und Junghunden in deutschen Partnertierheimen. Mittlerweile sind alle Innenplätze belegt, sodass wir auch Welpen und Junghunde hier im Außenpaddock beherbergen müssen. Wenn Sie Möglichkeiten haben, Welpen oder Junghunde in Ihrem Tierheim aufzunehmen, dann melden Sie sich jederzeit unter kontakt@tierhilfe-hoffnung.de. Unsere Hunde reisen alle legal via Traces in vom Veterinäramt genehmigten Fahrzeugen und werden an Ihr Tierheim in Deutschland übergeben.